ist der Supervisor auch des letzten Weltmeisterschaftskampfes und die Punktrichter. Aus England Richard Todd, aus Deutschland Ufo Chiti und aus der Türkei Hasan Ertekin Aslan. Der Mann im Ring aus Serbien, Goran Filipovic. Und unsere Kämpfer in der roten Ecke. Er ist 32 Jahre alt. 69 Kilogramm schwer, 1,80 Meter groß. Seine Kampfbilanz. 40 Kämpfe, 35 Siege, 9 davon durch Knockout, bei einem Unentschieden. Er ist Glory Tournament Winner und KOK World Grand Prix Winner. Er tritt an für das Schirm Sitio Doom. Amsterdam ist an der Ecke, seine Trainer Vincent und Paul Pengel. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen from Amsterdam, Netherlands, Christian! Schwer 1,85 Meter groß. Seine Kampfbilanz weltweit. 68 Kämpfe, 52 Siege, 30 davon durch Knockout bei 2 Unentschieden. Er ist WKU-Weltmeister, Kings Cup-Sieger, K1 Grand Prix-Sieger 2017, 2018. Er tritt an für das Kampfsportzentrum Steko. In seiner Ecke Ex-Weltmeister im Laden Steko, Ivan Steko, Nemo Konstantinovic und Katman. Und Herr Bietke, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Hause, Pascal Schlow. Der Kampf ist angesetzt auf 5 Runden, 5 Rounds of Fighting the Fighters to the Center. Auf geht's hier zum letzten Kampf des heutigen Abends. Nochmal Mladen Steko und Ivan Steko im Ring. Ein letzter Auftakt hier. Zum letzten Mal am heutigen Abend. Pascal Schroth, der in Thailand lebt. Ja, weltberühmt wurde er ja, als er sich das Genick gebrochen hat. Na? Knapp im Leben davon kam und sich wieder berappelt hat und heute wieder so darstellt, wie er darstellt als Weltmeister. Unfassbare Energieleistung. Und los geht's. So, wieder volle Spannung von Anfang an. Also Schroth in der goldenen Hose und der gute Bayer in Schwarz. Man sieht einfach diese Geschwindigkeit und diese Schnelligkeit vom Bayer. Guter Name. Da kam schon der erste Kick zum Kopf von Bayer. Abgefangen und mit dem Low Kick runtergeholt. Pascal Schroth. Ja, man sieht jetzt mal einen Ellbogen von Pascal Schroth. Thai-Boxen. Und hier kann er diese Waffen bringen. Und noch mal einer. Also er versucht vor allem von Anfang an den Kampf zu machen von der Ringmitte aus. Das macht er gut. Christian ja. Bayer kontert natürlich sehr, sehr schnell und ist sehr variabel. Hat ein klasse Auge. Aber die rechte, auch nochmal das schöner Kick Richtung Kopf. Oh. Ja, Pascal macht es ganz gut, alles von der Ringmitte aus den Kampf zu machen. Er macht es gut, aber der Bayer ist aber auch ein routinierter Vogel, das sieht man. Ja, ja, der macht es ganz simpel. Siehst ja, er kommt aus der Defensive, ballert er dann wieder was los. Deswegen ist mit ihm immer zu rechnen und blitzschnell. Gutes Auge.
wenn sich zwei in der Liga natürlich gegenüberstehen, dann ist die Erwartungshaltung auch hoch, dass der Kampf so wird und nicht einseitig. Ja, gute Rechte davon bei, ja, er wartet auf die Konter. Und mit dem Ellbogen ist er noch nicht so richtig zurechtgekommen, das sagt der Pascal Schroth. Er setzt natürlich auch gleich nach. Man sieht sein Auge wie ein Leopard vom Bayer. Und viele sagen, er ist ein Leichtgewichter mit der Schlagkraft eines Schwergewichters. Und das hat er auch bei Glory bewiesen, nach Siegen über Klasseathleten wie Josh Johnsey aus Kanada, dem Russen Anatoli Moisev, Massaro Golunda von den Molukken und dem Slowenen Samo Petje. Da kämpfte er um die Weltmeisterschaft im Leichtgewicht und lag dort allerdings knapp nach Punkten dem Thailänder Sitichai Sitsong Pinong, mittlerweile auch eine Kampfsportlegende. Der Pascal versucht den Bayer wieder in die Ringseile, in die Ecken zu treiben. Macht jetzt schöner rechter Treffer von Pascal Schroth. Ja, da war die linke nachgezogen, sehr gut. Bayer hat einfach ein sehr gutes Auge. Er kommt aus der Defensive wieder mit zwei Treffern. Schöner Kick, der sein Ziel nicht trifft. Aber wir haben ihn ja schon öfters gesehen. Wenn er einmal sitzt, dann klasse Aktion wieder von Bayer. Ja, also da der Zuckerschlecken ist es nicht für Schroth. Wie schon erwartet. Es wird keine leichte Nummer, aber es kam ein K.O.-Versprechen. Mal gucken, ob das Pascal Schroth einhalten kann. Schöner Kick. Gute Aufwärtsfragen von Bayer. Es geht hier hin und her. Linke drin von Schroth. Ja, sehr gut. Körpertreffer, Kopftreffer. Läuft natürlich wieder in eine Hand rein von Bayer. Ja, Pascal Schroth kann natürlich auch bei anderen. Ja, schön Ellbogen, genau das meinte ich. Solche Aktionen. Ja, aber so einfach ist es dann doch nicht, da mit dem Ellbogen so ranzukommen, wie er es gestern gezeigt hat. Bayer kommt immer wieder mit den Low Kicks. Ja. Und ist halt allgemein gefährlich jetzt hier. Aufwärtshaken, aber Pascal Schroth holt ihn runter. 15 Sekunden noch in der zweiten Runde. Er ist nochmal einen Ellbogen probiert. Er versucht es, er versucht da reinzukommen. Gesprungener Ellbogen. Nochmal Kick hinterher. Aber der ist einfach mit allen Wassern gewaschen, der Bayer. Unglaublich. Ja. Also imponiert mir schon, wie er hier dagegen hält.
Pascal Schroth gewann bei der letzten Fight Night im Juli. K.O. in der ersten Runde nach 2 Minuten und 3 Sekunden gegen den Schweizer Mohamed Erbes Matsu. Ja, da ging es ratzfatz, da ging es schnell. Ja, heute hat er da mehr Probleme, aber der Bayer ist natürlich auch eine andere Nummer. Man hat wirklich gesehen jetzt, von Kampf zu Kampf wurde einfach die Leistung immer höher. Und jetzt sieht man das natürlich an dem Kampf ganz deutlich, diese Spannung, diese Geschwindigkeit von den Kicks und von den Schlägen. Welch ein klasse Niveau von beiden Kämpfern. Auf geht's, Pascal! Pascal, komm! Dieser Christian Bayer ist mit allen Wassern gewaschen, kommt aus jeder Situation, aus jedem Winkel mit irgendwas. Aber Pascal Schroth natürlich auch routiniert, kennt das Ganze. Ja, gute Rechte da von Bayer. Ja. Muss schon aufpassen, der Pascal. Niemand hat gesagt, dass es ein Zuckerschlecken wird, ne? Erinnert man sich noch an den Kampf gegen den Brasilianer Teixeira. Der hat es allerdings hat's mit Kicks gemacht, ne? War auch so, ne? Ja, Pascal Schroth versucht hier nochmal mit Ellbogen rein, kommt aber mit einer schönen Rechten durch. Schönen Kick hinterher. Naja, aber die Kicks da von Bayer, die merkt er auch. Links, rechts von Bayer jetzt. Da jetzt Innenseite, linkes Bein. Und es ist Ruhe hier auch, weil viele einfach so diese Spannung ja wahrnehmen. Es kann jederzeit was kommen. Der Filipovic. Filipovic will natürlich Action sehen hier im Ring. Hier auch bei Pascal Schroth. Schienbein ist angeschwollen, ist blau. Oberschenkel auch leicht. Naja, ich sag ja. Und der Bayer kommt immer wieder mit diesen Calf-Kicks hier. Ich erinnere mich an den Teixeira. Oh, schöne Schläge! Pascal Schroth tritt doch mal auf, Ellbogen hinterher. Schön! Aber das ist auch Routine von Bayer, ne? Absolut, aber Ellbogen war aber drin. Das hat ein paar ganz schöne gefangen. Ellbogen hier war drin. Und Pascal Schroth legt nach. Natürlich. Nochmal Ellbogen. Und die rechte voll rein. Jetzt kommt. Jetzt hat er. Ja. Bayer ist angeschlagen. Bayer ist angeschlagen. Letzte 10 Sekunden. Ja, kommt er schwer auf die Beine. Wackelt. Kommt aber nochmal mit dem Schwinger. Schöne Runde. Ja, da wird er immer im Hotel wieder Probleme haben. Das ist scheißegal. Hauptsache jetzt, der Kampf ist entscheidend und wichtig. Und ich bin mal gespannt, wie der Ball das jetzt weggesteckt hat. Also er war jetzt ziemlich in Schwulitäten. Oh, schöner Ellbogen noch mal rein. Und Bayer wechselt seine Auslage. Kommt mit dem Knie. Schöne Kombination wieder von Pascal. Gutes Knie von Bayer, zweimal jetzt. Der ist fit, der Junge, der ist topfit. Also man scheinbar hat er das gut weggesteckt.
Wahnsinn. Vierte Runde hier, noch 2 Minuten zu kämpfen. Irgendwo kommt Blut wahrscheinlich von Christian Beyer durch Ellbogen, könnte ich mir vorstellen. Wieder knallhart, der Kick da am Oberschenkel. Welchen Eisen hat der Kerl, der Pascal Schroth? Aber gute Kombination von Christian Beyer jetzt. Er zeigt, mit ihnen ist immer zu rechnen. Pascal Schroth macht es ganz gut. Locker, entspannt und wartet auf den richtigen Moment. Ja, da kriegt so einen Kopf da, der hat er auch schon ein paar Mal. Den hat er gebracht, aber da ist die Deckung zu gut. Da ist er dazwischen mit der Faust, genau. Schön nochmal. Er muss nochmal wie vorhin mit einer Boxkombination reingehen. Und dann Ellbogen hoch. Jetzt schön gedrehter Ellbogen mal. Darf jetzt nicht in die Ecke gehen. Der ist und bleibt gefährlich, der Kerl. Er ist stark. 40 Sekunden noch. Eins auf, Chris. Eins los. Drop, 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 Chris. Drop. Drop. Hol. Noch een keer, nog een keer. Trap, trap, die trap. Trap, trap. Trap. Ja, ziemlich ausgeglichene Runde, würde ich sagen. Bis jetzt noch ausgeglichen, 19 Sekunden noch. Versucht nochmal mit Ellbogen reinzukommen. Das Knie von Pascal. So, eine Runde noch. Eine Runde nach Punkten dürfte Pascal Schroth vorne liegen. Aber das hat noch nichts zu bedeuten in diesem Kampf. Du, gefährlich, gefährlich heute. Auf alle Fälle. Spannende Kämpfe gehabt, in einer geilen Atmosphäre. Letztendlich muss man sich auch trauen, sowas mal in so einer Größenordnung mal auszuprobieren. Und es war alles dabei. Es waren Kämpfe von Nachwuchshoffnungen dabei. Es waren WM-Kämpfe. Wir haben einen neuen Weltmeister mit dem Leon Cabanas. Ein paar emotionale Momente mit Pavica und Mladen Steko im Ring. Genau, und mit den Ex-Weltmeistern. Als du in den Ring gekommen bist, sind mir die Tränen gekommen. Das habe ich gewusst. Darum bin ich auch wieder zurück zu dir. So, letzte Runde. Letzte Runde hier in einer geilen Fight Night. Auf geht's, Pascal! Ja, aber diese Ellbogendinger, die kommen zwei, dreimal gut durchgekommen, aber so einfach, wie er sich das vorgestellt hat, ist es dann doch nicht. Beyer zeigt halt einfach, dass mit ihm immer zu rechnen ist. Vor allem kommt er jetzt noch mal mit starken Aktionen immer wieder. Ja, vor allem die Führungshand bringt er gut. Ja. Die Runde darf natürlich Pascal Schroth nicht verschenken. Zwei Minuten noch. Und Beyer agiert jetzt aus der Mitte. Ja, da wird er noch mal ja richtig Kommando übernommen. Ich glaube, Pascal Schroth wartet auf die besondere Aktion, aber da lässt er zu viele Punkte einfach gleiten. Er muss jetzt noch mal Gas geben, noch mal ein paar gute Treffer bringen. Ja, Halbzeit haben wir jetzt. Der kickt da knapp am Kopf vorbei. Er hat jetzt die Auslage gewechselt.
Pascal Schroth. Aber lässt einfach Christian Beyer zu viel machen. Letzte Minute. Ja, aber nichts Schlimmes passiert mehr hier. Dann haben wir nach Punkten gewonnen. Bin überzeugt. Ja, kommt dann aber gut mit der Rechten durch, zweimal. Ja. Der hat sich die Kräfte gut eingeteilt, der Beyer. Letzten 30 Sekunden. Schöner Kick. Beyer kommt noch mal. Gib noch mal Gas, der will es noch mal wissen. Der hat die letzte Runde hier gewonnen. Letzten 10 Sekunden. Nur noch 10 Sekunden, da biegt er nichts mehr um, der Pascal. Chris, alles, 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 Chris, alles. Ja, toller Kampf. In der niederländischen Ecke, da freut man sich. Gut, die letzte Runde hat er gewonnen. Ich dürfte aber meinen, punktetechnisch müsste Pascal müsste gewonnen haben. Leicht vorne liegen. Wartet ab. Auch das wieder eine spannende Angelegenheit hier. Ich sage knapper Punktsieg für Pascal Schroth. Das würde ich auch sagen. Chrissy Theiss wird den WM-Gürtel, wie es aussieht, überreichen. Ja, Christine Theiss auch jetzt als Speakerin aktiv. Habe ich letzte Woche mitbekommen. Ja, das kann die sicher. Absolut. Sie hat natürlich eine fantastische Geschichte. Sie hat den Kampfsport auch hier in Deutschland zu dem gemacht, was er jetzt ist. Zumindest ist das Kickboxen salonfähig gemacht, dass ihn auch das Mainstream-Publikum anschaut. Aber nicht, dass dir die Jobs wegnimmt als Speaker. Man kann sich ja teilen, man ist aufteilen. Da war mal sagen, ja, da dann Marina. Auch ein begehrter Speaker, der seine Vorträge hält über Motivation. Ja, oder? Gibt es noch was anderes? Ja. Mittlerweile auch verschiedene andere Themen, aber hauptsächlich natürlich Thema Motivation. Früher habe ich mir gedacht, wer möchte denn meine Geschichte hören? Ja, verbrachte ich auch. Du kennst sie ja, aber ja. Es gibt sehr viele, die sie halt nicht. Urteil, aber ich glaube, Pascal hat das Ding schon gebogen. Oh. Ufo Chidin scored 48-48. Und Ertekin Aslan also scored 48-48. Das bedeutet unentschieden, Draw, und der Titel bleibt vakant. The title stays vacant. So, unentschieden, bin ich überrascht, ehrlich gesagt, ein bisschen. In der Ecke von Beyer immer unzufrieden, wahrscheinlich bei Stekos auch. Also ich hatte den Schroth schon ein bisschen vorne. Wenn auch knapp, aber... Mit leichten Vorteil, aber gut, Christian Beyer hat natürlich auch... Die letzte Runde, gut, die letzte Runde hat halt sich geschnappt. Okay, ist halt so, wie es ist. Ja, alles, was aber, man aber natürlich nicht möchte, ist... Schöne Rückkämpfe nächstes Mal. Genau. Erstmal, ich weiß ganz genau, du willst da nicht drüber sprechen, aber ich sag's trotzdem. Letzte Woche noch mit Denkefieber flach gelegen, heute im Ring gestanden. Die Reaktion deines Gegners und des gegnerischen Teams